So, willkommen zurück. Wir machen weiter. Ich glaube, so viele Level sind es jetzt auch nicht mehr. Fürstentum Steinfeste. Endlich hat sich der König entschlossen, selbst gegen euch vorzugehen. Hier im Fürstentum Steinfeste. Er sammelt eine gewaltige Streitmacht, die euch vernichten soll, unter der Führung seines besten Generals, Fürst Reinherz. Eine riesige Festung wurde errichtet, in der er seine Legionen sammelt und ausbildet. Doch diese Burg hat eine Schwachstelle. Nutzt sie, um hineinzukommen. Versteckt euer finsteres Reich vor den Helden und erobert Reinherzens Reich direkt vor seinen nichtsahnenden Augen. Oh yeah, das klingt geil. Hütet euch. Der König hat nun eine große und mächtige Armee gegen euch zusammengezogen. Eine riesige Festung wurde errichtet, in der er seine Legionen sammelt und ausbildet. Und eure einzige Hoffnung ist es, die Schwäche dieser Festung zu finden. Ihr müsst in den düsteren Gängen unter Fürst Reinhards Schloss euren Dungeon errichten, denn dort wird er ihn niemals vermuten. Blitzfalle. Geheimtür. Okay, wie meinen die das jetzt? Ich kann hier nämlich gar nichts machen. Wie zum Henker ist denn die Mission gedacht? Ich kann bis 10.000 warten und Horny herbeirufen, aber... What the fuck? Ja, das ist der einzige weak Spot. Das heißt wohl das da. Aber anders, da geht's ja nicht. Die Schmiede benutzen. Die Schatzkammern werden bewacht. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Ich glaube, das mit der Geheimtür ist so ein bisschen gemeint mit Hause zum Beispiel hierhin. Die Tore bleiben ja von ihm verschlossen. Und ja. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt erobert. Ja. Mit einer Geheimtür. Die Geheimtür bleibt verborgen, da sie genauso aussieht wie die umgebenden Wände. So. Einer mal die Geheimtür hinbringen. Und die bleibt jetzt zu. Die ist jetzt gelockt. So. Können sie die Wände ausmanövrieren, wenn sie wollen. Wie sie wollen. Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Ich weiß aber gar nicht, wo es hingeht. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ha, Moment, jetzt sehe ich's. Das meinen die damit. Die Wege finden, die wirklich schwach sind. Und da gibt's Gold.
Aha. Jetzt hat er alles gefunden. Ich bin tot. Scheiße. Okay. Machen wir so. Level neu starten. Ist ja direkt der Anfang. Der König hat nun eine große und mächtige Armee gegen euch zusammengezogen. Eine riesige Festung wurde errichtet, in der er seine Legionen sammelt und ausbildet. Und eure einzige Hoffnung ist es, die Schwäche dieser Festung zu finden. Ihr müsst in den düsteren Gängen unter Fürst Reinhards Schloss euren Dungeon errichten, denn dort wird er ihn niemals vermuten. Blitzfalle. Alles klar, ist gebaut. Geheimtür. Die Mission, wissen wir, ist ein bisschen schwerer. Deshalb wissen wir auch direkt, was zu tun ist. Einheiten besorgen, den in der Mitte ausschalten. Die Seite links und die Seite rechts einnehmen. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Ja, aber zuerst gehen diese beiden Geschöpfe mal auf Kriegstuchfühlung. So, Attacke. So, das hätten wir. Und jetzt, meine lieben Imps, seht zu, dass er das ganze Zeug hier bekommt. Das ist kurzzeitig nebensächlich. Holt euch was zum Pennen. Und dann Beeilung. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt erobert. So, jetzt müsste ich mal wissen, wann kommen die Penner? Habe ich noch Zeit? Oder habe ich keine Zeit mehr bis dahin? Ich probiere es mal. Da rechts sind wir ja fast durch. Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Ja, ja. Komm schon, das schaffen wir. Die Geheimtür bleibt verborgen, da sie genauso aussieht wie die umgebenden Wände. Ihr habt nicht genug Gold. Fuck. Jetzt aber Dalli. Bring mir Gold. Ihr habt nicht genug Gold. Ihr habt nicht genug Gold. Shit, da sind sie schon. Yeah.
Hui, sie laufen aber beim ersten Mal drüber. Das ist erfreulich. Mach da unten zu, dann können sie weiterarbeiten. Ah, das ist erfreulich. Wenigstens das funktioniert. Gott sei Dank. Ach, was schaffe ich denn? So, das will ich doch gar nicht. Ich will die Geheimtür dahin. Und eben der Seen bringt. Dann noch eine, die ich dahin setze. So, und da unten ist wieder offen. Jetzt gibt es eine Hühnerfarm. Fuck. Was war denn das jetzt? Hat so gut geklappt. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ja, ja, da gibt's jetzt was zu essen. Und da gibt's jetzt was zum Schlafen. Ich speichere das mal auf ein Second Save. Spiel gespeichert. Weil ich weiß jetzt nicht, was abgeht. Anscheinend haben sie es jetzt doch als Stein akzeptiert. Gott sei Dank. Gut, dann. Machen wir erst untenrum alles zugänglich. Direkt sie. So, das auch noch alles bitte. Und hier darf ich nichts machen. Schnell gespeichert. Die linke Seite ist erstmal tabu. So. Da gibt's Gold. Da komme ich aber nirgends dran. Ah ja, okay. Sprich, so komme ich dran. Und so komme ich an den Magier. Das Problem ist allerdings nicht der Magier, sondern dass ich das Gebiet hier absperren will. Das heißt, bis dahin muss ich mit meinen Imps kommen. Und deshalb hole ich mir vorher mal noch die Schatzkammern. Salamander? Eindringlinge, gebt Alarm! Wo hab ich denn die jetzt her? Hört, hört. Da unten konnte man Salamander finden. Coolio.